ist ja perfekt, ne? Und so gelbes Glas haben wir auch schon ein bisschen. Das ist ja super. Und jetzt müssen wir noch. Habe ich noch Knochen, zufälligerweise? Nö, müssen wir noch ein paar Monster bald mal wieder töten gehen. Denn gelbe Blumen haben wir die hier irgendwo noch. Komm, ich geh jetzt erstmal rein. Wir sollten auch mal ein Kistenlager bauen. Fällt mir da mal so auf. Schmeiße ich denn jetzt mal in die Kiste rein? Ja, vier Knöpfe, genau. Wofür brauchen wir die? Und ein Fichtensetzling. Warum habe ich hier einen Fichtensetzling drin? Naja, gut. Puh, ist dann halt so. Habe ich hier noch irgendwas, was da noch reinpasst? Weil das ist echt ein bisschen. Ich schmeiße jetzt hier einfach nochmal 64 Sand rein und hole dafür auch nochmal 32. Komm, ich übertreibe jetzt mal mit der Kohle. Die muss ja noch reichen. Und da mache ich natürlich sofort mal Löwenzahn. Löwenzahn gelb. 11 Stück. 1, 2, 3. So, komm, mache ich das mal so. Und so und so und so und so und so und so. Und dann haben wir noch mehr gelbes Glas. Und jo. Jetzt fehlt uns natürlich wieder Glas, aber ich kann ja schon mal anfangen zu bauen mit der Decke. Dann ruppen wir das normale Glas da wieder weg. Huch. Hä? Ach, ich bin so blöd. Man muss ja die rechte Maustaste drücken. Oder sieht das jetzt gut aus oder nicht? Mit dem blauen Glas. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, eure Meinung mal dazu, zu dem Glas auch. Und tut mir echt leid, wir haben das hier sehr lange gebrannt, das Glas. Und naja, ich muss das unbedingt testen. Ich muss das einfach testen. Geht das eigentlich mit einer. Ne, mit einer Spitzhacke geht das nicht schneller. Mit einem Schwert auch nicht. Mit einer Schaufel. Geht das mit einer Schaufel schneller? Nee. Und mit einer Axt? Auch nicht. Toll. Jo, dann heißt das jetzt für uns, das ganz teure Glas wieder weggruppen. Tut mir leid, Leute. Das muss aber leider sein. Wir wollen das ja auch vernünftig haben. Ein bisschen die neuen Features ausprobieren. Auch wenn man farbiges Glas schon früher bekommen hat. Ich muss das einfach mal ausprobieren. Ihr könnt mir aber natürlich trotzdem wieder schreiben, wenn wir wieder zurück auf die 164 sollen. Irgendwie werde ich dann schon mit dem Glas eine Lösung finden. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Schreibt es bitte in die Kommentare, welche Version, auf welcher ich jetzt spielen soll. 172 oder 164? Also ich würde schon gerne auf der 17 mal bleiben. Ich finde, das ist das geilste Update, was jetzt überhaupt mal rauskam von Minecraft. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Sonst immer diese 1.6 fand ich schon mal richtig fail. 1.5 fand ich dann doch noch, fand ich dann schon noch in Ordnung, weil dort auch Leistungsprobleme und sowas behoben wurden. Aber hier auch 1.4 und 1.3, es wird schon wieder Nacht. Komm, dann pennen wir mal eben. Ich habe keine Lust jetzt hier mitten in der Nacht Glas wegzuruppen. Während die Nachbarn schlafen? Nee. Oh Mensch, ist doch noch gar nicht Nacht. Oh, wie ich da mal drauf reinfalle. Das ist ja, gibt's ja überhaupt nicht. Sowas. Sowas. Sowas gibt's ja überhaupt nicht. Komm, wir fressen hier mal ein Steak noch. Schön zum Abendbrot. Und dann würde ich mich eigentlich gerne mal hinlegen ins Bettileini. Ins Bettileini. Und ja. Und ja, 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 toll. Jetzt habe ich die GUI mal kurz ausgeblendet und dann geht er hier ins Bett rein. Ich muss ja sagen, ich gucke ja immer ganz viel Gronkh-Videos und irgendwie färbt das alles so ein bisschen ab. Ich gucke den sowas von gerne. Und jetzt merke ich das mit der GUI auch schon, dass man die ausschaltet. Also, wenn man die ausschaltet. Also, falls das hier jemand wieder sagt, du bist Gronkh nach. Nee, ich finde das einfach nur. Ja, ich gucke Gronkh halt jede Minecraft-Folge. Geht ja auch, aber auch jede Minecraft-Folge hoch. Und, ich will jetzt aber nicht hier kaputt treten, gut. Und, naja. Der blendet halt auch oft die GUI aus und das finde ich echt geil, muss ich dazu mal sagen. Das mache ich jetzt auch immer. Außer man braucht die zwingend. Ich lese jetzt schon die Kommentare. Ihr werdet bestimmt schreiben, ey, das blaue Glas sieht voll scheiße aus. Mach wieder normales und dann gehen wir auf die 164 zurück. Die Shader, die fehlen mir sowas von. Das ist ja scheiße jetzt hier. Was denn davon? Was denn davon? Scheiße. Habt ihr mich jetzt überhaupt verstanden? Och Mensch, das ist aber auch eine Arbeit, das ganze Glas hier wegzuruppen. Und das teure Glas. Tut mir leid, dass ich das wieder wegruppe, aber ich möchte das wirklich mal ausprobieren, wenn wir hier farbiges Glas hinmachen.
Das sieht doch bestimmt endgeil aus, oder? Wo kommt eigentlich dieser Spruch endgeil her? Hab ich den jetzt erfunden oder gibt's den jetzt eigentlich schon? Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. So. So und so und so und so und so und so und so, juhu. So, mach ich die GUI mal wieder an, damit ich da auch ein bisschen was sehe. Und gelbes Glas, fangen wir doch gleich mal an. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das denn so aussieht. Nice, Alter. Auch wenn ihr das jetzt vielleicht nicht so findet, ich finde das irgendwie geil hier. Voll viel Farben reinbringen. Hier, guck mal, blaues Glas, hier gelbes. Also, ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass jetzt Kommentare kommen. Ih, hässlich, Und hat ja jeder seine eigene Meinung zu. Ich werde natürlich abwarten, was ihr so in die Kommentare schreibt. Ich kann das natürlich auch wieder alles weggruppen. Ist ja euch überlassen. Ihr sollt ja auch Spaß am Let's Play schauen haben. Ihr sollt ja auch Teil von dem Let's Play werden. Und, ach du Scheiße, da müssen wir. Sorry, ich will nicht mal Scheiße sagen. Aber da müssen wir noch ordentlich. Ordentlich, ja. Glas und Blumen finden. Glas finden vor allem. Glas brennen. Oh Mensch, es geht auch durch diese Tür durch, ey. Ich schaue noch mal sonst noch mal nach. Ich schaue noch mal sonst noch mal nach, genau. Ob wir noch ein bisschen mehr Blumen finden. Denn Blumen wären nicht schlecht. Nicht schlecht. Und da geht Minecraft-Musik wieder los. Ich habe das Gefühl, dass sie mit der 1.7 jetzt öfters läuft. Freut mich. Freut mich sehr. Und wir haben hier ganz viele Blumen. Das freut mich wirklich sehr. So, dann kommt mal mit ihr Blumen. Ich muss sehen, dass ich hier auch wieder mit Knochenmehl rübergehe. Da müssen wir Viecher töten. Also Skelette und dann kriegen wir ja Knochen und können uns dann Knochenmehl craften. Dann können wir wieder schön Blumen und alles hinpflanzen. Das eine 100 Gramm Ei gelegt, aber das nehme ich nicht mit. Also, wie viel haben wir jetzt? 14? Das reicht ja lange nicht. Puh, wir brauchen doch mehr. Wir brauchen mehr Glas. Oh, Höhle. Glaube ich. Also hat jetzt Ei doch aufgenommen. Gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht. Wo war das? Ach, da war die Stelle, wo ich ein Haus bauen wollte. Komm, da rupp ich jetzt mal die ganzen Blumen weg, würde ich mal so sagen. Guck mal, hier gelbes Schaf ist auch noch da. Also wenn das mal stirbt, das gelbe Schaf, dann kriegt derjenige, der es zum Sterben gebracht hat, aber richtig Ärger. Denn immerhin bin ich selbst ein gelbes Schaf. Wir haben eine Eisenrüstung, das habe ich gar nicht gewusst. Wir müssen unbedingt wieder in eine Höhle gehen. Wir müssen unbedingt wieder in eine Höhle gehen. Also unbedingt müssen wir da wieder reingehen. Und ich klaue hier erstmal die ganzen Blumen. Wir brauchen ja auch viele Blumen dafür. Warte mal, wenn ich jetzt mal sage 30, schade, dass man aus einer Blume nicht mehr als ein Löwenzahngeld rauskriegt. Schade. Das würde ich ja auch nochmal geil finden. Muss man dazu ja mal sagen. So, haben wir hier noch ein bisschen mehr Blumen. Ich würde schon gerne 64er Stack nochmal eben voll kriegen. Und auch nochmal eben eine Menge dahin bauen. Gerade Lust mal viel aufzunehmen. Ich muss wieder sehr viel aufnehmen und ich habe so wenig Zeit im Moment, das gibt's gar nicht. Ach, ich dachte gerade, das wäre ein Babyschwein. Ich habe mich gerade schon gewundert. Die gucken jetzt irgendwie anders, die Schweine. Das strohdumm, das Schwein. Und die Schafe auch. Und die Pferde, sag mal, sahen die vorher denn auch so aus? Mir kommt das ein bisschen komisch vor. Wir haben doch Äpfel, oder? Ja, wir haben 5 Äpfel. Wir müssen uns mal eine Leine craften. Nicht gut, du nicht. Wir müssen uns aber mal eine Leine craften und dann einen Sattel craften und dann vielleicht mal auf und Pferde und Äpfel nochmal. Pferdeäpfel, genau. Und Äpfel nochmal finden. Und dann müssten wir uns mal ein Pferd anschaffen. Alter, das wäre mal geil. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier raufgehen. Achso, dann muss man mit der Hand draufschlagen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf dieses Pferd, dann schmeißt es das bestimmt gleich. Siehst du, schmeißt es dann wieder runter. Man muss den Äpfel geben, aber ich warte noch erstmal ab. So, hier gibt es auch noch schön viele Blumen. Wie wir einfach mal die Blumen wegruppen. Und Schaf, du bist jetzt im Wasser. Haha, ich bin so gemein. So, komm. 59, 60, 61, 62. Mensch, Pferd, geh doch mal weg jetzt hier. 64, super. Dann kann ich jetzt ja weitermachen. Und wenn wir dann hier erstmal blaues Glas haben. Alter, das ist ja so geil mit dem farbigen Glas. Ey, Brandfernsehen, das gibt's auch als Mod mit dem farbigen Glas. Ja, aber dann musst du immer die Mod wieder installieren und so hast das für immer. Ich finde das auch ein bisschen komisch, dass Mojang das alles so spät und alles so billig einbringt. Die ganzen Features, die es schon lange mit Mods gibt. Aber trotzdem, komm, das musst du auch ausnutzen. Hey, Mensch. Und ja, so, dann mache ich jetzt mal eben so. Zack. Achso, haben wir hier sogar noch mehr als 64. Wie weit ist denn das Glas hier? 55. Ich schmeiß mal kurz ein Ei. Ich schmeiß mit meinem Ei mal eben hier rum.
Wir haben keinen Huhn, wir haben keinen Haushuhn. 19 Glasscheiben. Nee, 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 nee. So, Lapis Lazuli. Blaues Glas. Blaues Glas. Ach, damit können wir auch noch. Damit können wir auch noch mal weitermachen. Wir haben ja noch ein bisschen davon. So, Glasscheiben. Zack, zack. Und zack, zack. Und dann machen wir so. Zacki, zack. Und jetzt ist da wieder kein Platz drin. War natürlich wieder klar. Was mache ich denn dann mal eben? Ich weiß es nicht. Kann man Bogen nicht irgendwie stacken? Nee. Soll ich das Lapis dazu? Nee, ich kann das noch nicht im. Doch, wir haben ja noch einen Platz im Inventar. Das heißt, ich baue jetzt erstmal mit dem blauen Glas nochmal weiter. Auch nochmal. Wie ich auch mal sage, ich baue jetzt auch nochmal mit dem Glas weiter. Auch nochmal. Schön farbenfroh, oder? Ich finde das, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das geil mit dem farbigen Glas. Sagen bestimmt jetzt ganz viele, ist ja unnötig, Alter, ist ja voll scheiße. Aber ich find's trotzdem geil. Mit Shadern, Alter, wie das dann wohl aussehen würde, wenn das Licht dann, das Sonnenlicht wohl da durchschimmert. Alter, das muss man sich mal vorstellen. Das wäre bestimmt geil. Geiz ist geil. Auch kennt ihr eigentlich jetzt auf YouTube diese. Ich höre jetzt ja auf mit Schimpfwörtern, aber kennt ihr eigentlich diese bescheuerte Werbung von Mediamarkt? Da willst du im Video gucken. Ich habe mir ja extra nur wegen dieser blöden Werbung. Ich unterstütze ja gerne Kronk und sowas. Und sowas vor allem. Und solche YouTuber meine ich. Aber wenn du dann mal so andere Videos guckst. Und dann ist da Werbung. Und wenn ich am iPhone Videos gucke, da kannst du die Werbung eh nicht abschalten. Mist. Ach, wir haben noch eine Eisenhacke. Gut. Weil dann kommt da immer so eine Mediamarkt-Werbung. Die ist ultra laut, Alter. Da fliegen mir mal die Ohren weg. Und immer, das ist richtig nervig. Und dann schaltet man, da macht man den Ton leiser. Und geht zum Video, dann versteht man die Typen gar nicht, die da sabbeln. Weil die Werbung ist übertrieben laut. Das muss man ja alles mitkriegen, was die da sagen. Das ist ja ein Muss. Ne, und so. Ist ja richtig ein Muss. Das ist ja selbstverständlich. Oh, nee, ey. So, das war's mit dem blauen Glas. Ach, Mensch. Und hui. Ah, guck mal. Hier ist jetzt nichts passiert. Super. Sauber. Ach, hier haben wir noch 16 Glasscheiben. So, ich mache das jetzt mal eben so. Hier hätte ich auch lang gehen können die ganze Zeit. Aber ich vergesse das natürlich. So. So, so. Ach, scheiße. Ich will nicht mal scheiße sagen, aber jetzt haben wir ein blaues Glas verschwendet. Sowas gibt's ja wohl überhaupt nicht. So. Ich bin mal gespannt, wie das Haus hier aussieht, wenn das fertig ist. Oder wenn das mal ein bisschen weitergebaut ist. Hier oben möchte ich ja so eine Aussichtsplattform vielleicht mal raufbauen, mal sehen. Ja, der Keller, Alter, der Keller, da habe ich auch noch so viel vor. Das glaubt mir auch niemand, denke ich mal. So, 64 Sand da rein, 64 Glas raus. Und dann, einmal so. Mensch, wie ich übertreibe. Ja, komm, ich verbrauche jetzt halt ein bisschen Glas. Wie? Okay, jetzt haben wir 64 gelbes Glas. Ging ja schnell. Jetzt bin ich mal. Oh Mensch, das ist ja irgendwie blöd mit der Tür. Müssen wir uns nochmal was anderes einfallen lassen. Ach ne, jetzt geht die Sonne wieder unter. Können wir erstmal pennen. In der Nacht bringt das ja, glaube ich, nicht so viel. Ach, wenn man vielleicht mal in der Nacht irgendwie farbiges Glas so beleuchtet. Es gibt ja auch solche Leuchtdinger und so. Dann. Das wird doch bestimmt auch geil aussehen. Wieso sieht das Bett jetzt so komisch aus? Moment mal. Immer noch. Hä? Wieso sieht das Bett jetzt so komisch aus? Soll das eine neue Textur sein? Hä? Verstehe ich nicht. Ist ja sehr komisch. Das ist ja sehr komisch. Das ist ja sehr komisch. Das ist ja sehr komisch. Komisch, komisch. Das ist ja sehr komisch. Komisch. Und da schlafen wir auch. Und bauen mit dem. Ach, hier ist das Glas. Ich dachte gerade schon, hä, ist das Glas weg? Jetzt können wir mit dem Glas gleich weiterbauen. Mit dem Glas können wir jetzt weiterbauen gleich. Das ist ja perfekt. Oh, jetzt haben wir schon mal wieder 64 Glas. Und das können wir jetzt hier verbauen. Da freue ich mich ja sehr drauf. Aber das ist so geil mit dem farbigen Glas. Also, ich finde es geil. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ich finde, das passt auch so zur modernen Zeit. Ja, es ist modern, finde ich. Mit farbigen. Ist doch im Moment alles so, ich sag jetzt mal innen, dass alles so farbig ist. Nokia stellt farbige Lumias her.
Apple stellt farbige iPhone 5Cs her. Wenn jetzt Samsung auch noch ankommt und den nachmacht, dann sind bald alle Handys, die man kriegen kann, in Farbe. Aber man muss dazu sagen, dieses mit Farbe, das kommt ja im Moment, es kommt ja gar nicht so gut an. Auch bei Apple zum Beispiel mit dem 5C. Also ich würde das, wie schon wieder verbaut, gibt's doch nicht. Ich würde das iPhone 5C, also das finde ich auch schon geil. Muss man dazu mal sagen, wie farbig das ist. Oder sagen ja auch mal ganz viele, farbig, das ist ja blöd und Plastik und obwohl das hochwertiges Plastik ist und darunter das vollwertige Smartphone ist. Deswegen ist das auch normal, dass das 5C genauso viel kostet wie ein 5er vorher. Und das könnte sogar meiner Meinung nach noch mehr kosten von mir aus als ein normales 5er. Weil da ist nicht nur hochwertiges Plastik drum, sondern in diesem komischen Plastikcase, was man ja nicht abkriegt, ist ja auch noch mal das normale iPhone 5. Also, alle Leute, die dann immer meinen, das ist ja voll teuer. Zu Recht. Und jetzt werd mal hier ein bisschen schneller fertig, bitte, Glas. Sonst beende ich gleich mal die Aufnahme. Haben wir noch? Nee. Gut. Mensch, ja, dann würde ich mal sagen. Dann würde ich mal sagen, kann ich gut pfeifen? Nee, dann würde ich mal sagen, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme und sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.